Was sind jetzt Psalmen, wenn wir die Frage beantworten müssten? Was würden wir da sagen? Was sind Psalmen? Also Texte, klar, ne? Glaube ich, das können wir schon mal sagen. Lieder. Okay, wenn wir mal diesen Begriff Lieder angucken. Wie kommen Sie da drauf? Ah, weil man die singt. Ja. Ja, ja. Also Lieder, nein, das ist ja auch, ich wollte nur noch mal so, dass wir das ein bisschen noch mal genauer anschauen. Lieder. Gedichte. Es ist ja zum Beispiel, wenn Sie heute mit Jugendlichen sprechen und irgendwie auf dem MP3-Player irgendwie sagen, ey, spiel mir das nochmal vor. Und dann guckt er da drauf und sagt, ach, das ist das vierte Lied. Heute wird zum Beispiel das Genus-Lied komplett anders. Also wir würden eigentlich von Musikstück sprechen, aber heute ist alles Lied. Ja? Lied ist natürlich irgendwie auch definiert. Ja? Also Gedichte, Lieder. Was sind Psalmen? Sind es Dialoge? Eben. Also es ist unterschiedlich. Ja? Es gibt ganz dialogische Passagen. Das müssen jetzt die ein bisschen, ich sag mal, zumindest die im Kloster öfter die Kurve haben, auch morgens, sie müssen das wissen. In welchem Psalm ist der Dialog da besonders groß? Weshalb wir den eigentlich jeden Morgen beten. 95. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Doppelpunkt. Und dann kommt die wörtliche Rede Gottes. Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Da ist direkte Rede Gottes. Ja? Vorher so ein Aufruf. Ja? Und dann spricht Gott selber. Kommt öfter vor dem Psalm. Von daher Dialog. Aber oft auch Monolog. Wer spricht in dem Psalm? Einzelne Gruppen. Gott. Ist schon wieder eine andere Ebene, aber zunächst, also da müssen wir auch noch drauf kommen, ja, wie man den Psalter betet und versteht, ja, weil das ja dann für die Kirche auch eine Rolle spielt. Aber zunächst mal, wenn wir auf der reinen Textebene bleiben, haben Sie alle eine Heilige Schrift vor sich? Einige haben. Wenn Sie das Psalmenbuch mal aufschlagen, wie viel gibt es? Ja, das sind genau 150. Wie man allerdings von 1 bis 150 kommt, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt da unterschiedliche Zählungen. Ja? Sie merken zum Beispiel auch, wenn Sie manche Bücher lesen über Psalmen, auch heute unsere deutschen Übersetzungen folgen in der Regel der hebräischen Zählung, da werden manche Psalmen anders geteilt. Am Schluss kommt man wieder bei 150 raus. Aber es gibt die alte lateinische Zählung, da immer auch manche Autoren noch folgen. Dann ist man etwas verwirrt. Ja, etwas. Da geht das immer eine Nummer drunter oder drüber. Ja? Aber am Schluss kommt es immer bei 150 raus. Es gibt da unterschiedliche Traditionen der Teilung von Psalmen. Das fängt bei Psalm 9 und 10 schon an. Ich würde Sie gerne einladen, dass Sie mal das durchblättern. Das ist ja nicht so viel. Das sind ja nur 150. Sollen die ja jetzt nicht alle einzeln angucken oder einzeln durchlesen. Aber beim Durchblättern, legen Sie mal einen Zettel daneben und machen ein paar Notizen, was Ihnen auffällt. Wer betet? Welche Äußerung ist da vorhanden? Und vertrauen Sie nicht auf die schwarz gedruckten Überschriften.
Das sind die Leute von der Einheitsübersetzung. Denen sollten wir nicht trauen. Und dann sammeln wir mal. Machen wir so mal so eine 10 Minuten. Sie können ja eine kleine Flüsterphase dann auch mit der Nachbarin, dem Nachbarn, wenn Sie wollen, einlegen. Dass wir so 10 Minuten mal sammeln und einfach durchblättern, was Ihnen da so entgegenkommt. Warum schläfst du? Schwester Maria. Nicht anders. Man könnte sehr lange Übungen damit verbringen und das ist vielleicht gar nicht schlecht, gerade wenn man mit den Texten, wenn man zum Beispiel nur mal so, wie Schwester Dora das jetzt gerade gemacht hat, die Aussagen über Gott, ja, die in den Psalmen stehen, ja, Tätigkeitsworte und auf Gott bezogen, wenn man die einmal sammelt. Jetzt egal, ob das im Psalm 2 oder 149 oder wo steht, ja, das einfach nur mal sammelt. Dann bekommt man ein enormes Spektrum, ja, was da von Gott gesagt wird. Also weil wir heute auch, eben ist das Stichwort schon gefallen, Gottesbilder. Ja. Wir sind im Grunde genommen oft sehr eingeengt in unserer Wahrnehmung auch der biblischen Aussagen über Gott. Da haben wir uns so eingeschossen, ja, oder eingehört und neigen eher dazu, das ist sehr menschlich, Dinge, die uns fremd sind oder die wir irgendwie nicht einordnen können, die sortieren wir aus. Und manchmal gibt es dafür das Aussortierte dann noch eine Ideologie. Ja? Dass das dann irgendwie plötzlich böse ist oder frühere Ideologien, die heute verkappter daherkommen, aber die es noch genauso gibt, hieß dann immer, ja, das ist ja jüdisch. Ja? Das ist alles jüdisch. Nicht nur das, was wir nicht mögen. Also das müssen wir immer auch an uns rankommen lassen, ja? Wenn wir... für das ganze Alte Testament, ja. Und fürs Neue weitgehend auch. Also eine enorme, wir können das natürlich jetzt lange fortsetzen, eine enorme Bandbreite an Lebenssituationen, aber nicht nur Lebenssituationen, sondern es gibt konkretes Erleben, zum Beispiel eine Not oder eine konkrete Situation, in der ich dankbar sein kann, genauso wie es grundsätzliche Betrachtungen, Erwägungen gibt, wie ist das jetzt eigentlich? Also Psalm 1, ja, ist so etwas. Oder eine lange Meditation, zum Beispiel Psalm 119, ist der längste Psalm, sehr kunstvoll aufgebaut, für jeden Buchstaben des hebräischen Alphabetes jeweils 8 Verse, also eine alphabetische Akrostichie, wie man das nennt, ja, gibt es auch bei Psalm 145 nochmal, da ist es nur für jeden Buchstaben ein Vers, sind also dann 22 Verse. Hier sind es zwei, wir werden dann nachher die letzten
die letzten drei Strophen dieses Psalms im Mittagsgebet auch haben. Das ist eine einzige Betrachtung über die Schönheit der Tora. Dieser ganz lange Psalm. Nichts anderes. Nur die Schönheit des Wortes der Gebote Gottes. Also kein Hilferuf und keine Dankbarkeit, kein Lobpreis in diesem Sinn, sondern sozusagen eine einzige lange Meditation dazu, was das ist. Der Wechsel von 18 auf 19, Vers 18 auf 19. Also, das heißt, 18 ist noch schön. Aber wie schön. Ja, wie macht er das? Was ist das? Was bedeutet, die Beobachtung ist ja nicht abzustreiten, aber was heißt es dann auch? Es heißt ja zunächst mal unter dem Strich, die meisten Psalmen könnten so schön sein, wenn sie nicht noch so blöde Verse irgendwie mittendrin oder am Schluss sind. Das wäre ja sozusagen der Einkoch von dem. Es könnte alles so schön sein. Aber was bedeutet es eben, dass dann immer solche Querschläger da drin sind? Also da steckt dann eine konkrete Lebenssituation dahinter, die vielleicht unangenehm ist. Ja? Also das wäre die. Also ich denke mir, das ist mehr Wachheit, wach zu bleiben, denn wenn ich nur in dieser Harmonie dümpel, dann bemerke ich das andere ja nicht mehr. Also schon immer wieder dieses Aufrütteln, komm, da gibt es auch noch diese andere Seite. Es gibt kein Gutes. Also eine Anfrage an das Gottesbild, das glaube ich auch. Ich denke, auch diese Aussagen, auch gerade zum Gottesbild, das sind Gratwanderungen, auch wenn wir uns jetzt dazu äußern. Ja. Denn natürlich, das ist nicht zu leugnen, gibt es auch innerhalb des Alten Testamentes, also dieser Schriftensammlung, wie auch des Neuen, das übernimmt die Kirche auch einen Zuwachs an Erkenntnis. Also das natürlich zunächst eine ursprüngliche Verstehen, auch bei Yahweh oder bei dem Gott Israel zunächst, der eine Nationalgottheit ist, ja, der gefälligst da aufräumt, damit die schön leben können. Ja, ich sage das mal etwas salopp. Ja. Und der rechts und links guckt, dass die Syrer einen aufs Dach kriegen und die Ägypter das Maul halten, ja, und den Babyloniern ein Bein stellt oder wem auch immer. Ja. So, das ist so. Und das muss Israel ganz mühevoll lernen. Oft erst durch die Propheten, also da gucken wir, dann haben wir im Grunde schon fast 1000 Jahre, wo wir von Gott reden, in Israel, bis man plötzlich zu einem Verständnis gestoßen wird, hör mal, das ist nicht euer Privateigentum, sondern etwa wie das der Anfang der Genesis, da haben wir uns schon mit beschäftigt, ja. Alle Menschen sind Gottes Ebenbilder, nicht nur Israeliten, ja. Was ist denn jetzt da mit den Ägyptern und den Syrern und den Babyloniern? Ja, was ist damit? Oder ergeht nicht die Einladung, die exemplarisch ja in Israel ergeht? Und die sollen das auserwählte Volk sein. Die sollen die anderen, Paulus drückt das ja mal so aus und wendet das dann auf die Christen an, die sollen die anderen eifersüchtig machen und sagen, Mensch, die haben wir aber auch im Christ. Was ist denn da los? Ja?
wie das bei den Propheten, als bei einem der kleinen Propheten war, ist das Zacharia, glaube ich, dass zwei Menschen, die nicht zu Israel gehören, einen Israeliten am Mantel festhalten und sagen, hör mal, wir haben gehört, bei euch ist Gott, ja, und bei euch ist etwas Besonderes und etwas Großartiges, also wir wollen damit hin, ja, oder wenn Jesaja dieses Bild von der Völkerwallfahrt hat, ja, das sind natürlich Entwicklungen im Gottesbild, die mit diesem, ich sag mal, mit diesem sehr archaischen Vorstellung von Kriegsgottheiten überhaupt nicht mehr zusammengehen, sondern wo man gezwungen wird, das zu weiten. Aber natürlich spiegeln manche Texte auch noch diese archaischen Vorstellungen. Ich denke, wir sollten nicht einfach hingehen und sagen, weg damit, das gravieren wir aus, schnippeln wir aus, aber man muss es im Hinterkopf haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wer betet? Und wer macht sich, wenn ich einmal vom Psalmen als Gebeten spreche, da werden wir noch in der Anwendung heute Nachmittag vielleicht noch etwas Überraschendes erfahren, aber wenn ich die mal als Gebete ernst nehme, muss ich natürlich immer auch die Bereitschaft haben zu fragen, wer spricht so? Also, wir können nichts mit anfangen. Blutgierigen Menschen lasst ab von mir. Habe ich natürlich gut sagen, mit meinem fetten Pastorengehalt und irgendwo im Lehnstuhl, ja, und habe eine Flasche Bier aufgemacht, denke ich, das sagt mir jetzt aber nichts. Oder morgens vor der Kaffeetasse, das Frühstücksei kocht schon nebenan, ja, bete ich noch Psalm. Ja, das ist aber irgendwie, spricht mich gar nicht an. Ja, Kunststück, ja, spricht mich nicht an. Ja. Also auch da mal auch unsere Situation zu sehen, ja. Wie ja auch, wie einseitig die ist. Ich meine, jetzt haben wir ja wieder demnächst 40 Tage Zeit, uns nochmal damit auseinanderzusetzen, dass wenn wir von Fastenzeit oder sowas reden, oder dass die Wirklichkeit größer ist als unser Ding, dass das Gott sei Dank so eine kirchlich verschönte Diätwoche ist. Damit wir anschließend zu Ostern beim Frühjahrskauf die entsprechenden Konfektionsgrößen wieder berücksichtigen können. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ja. So, das ist was anderes. Ja. Das ist eine sehr einseitige Wahrnehmung. Die Mehrheit auch der Christen, auch, ich meine, wenn wir gar nicht mal nur von allen Menschen sprechen, sondern auch der Christen lebt anders als wir. Deshalb ist das ein ganz wichtiger, finde ich schon ein wichtiger Hinweis, ja. Das dürften wir eigentlich nur noch Dankzahlen beten, oder wie? Ja. Das ist auch schon, wir können ja so eine Linie schon ausgehen, dann ist Beten eben nicht nur meine subjektive Äußerung nach dem Motto, also ich kann mich ja auch nicht mit den Schwestern morgens treffen um 17:45 und sagen, hab ja gut geschlafen, ist es gut, sollen wir heute mal eher einen Klagepsalm nehmen, oder ist uns heute mehr nach, also heute hat irgendwer Geburtstag, wird ein Kuchen vorbeigebracht, nehmen wir schon mal gleich einen Dankzahlen oder sowas, ja, damit das entsprechende irgendwie ist. Sondern diese Zumutung, die in der Unterschiedlichkeit der Texte und der Situation besteht, ist dann vielleicht auch mal die Zumutung, auch über meine eigene Nabelschau rauszukommen. Also dass zum Beispiel so ein Gebet auch ein Gebet der Solidarität sein kann, indem ich dieses Gebet spreche, für jemanden, der vielleicht diese Sprache nicht mehr hat oder der den Psalm gar nicht zur Verfügung hat oder noch nicht mal weiß, dass es ihn gibt, aber der oder die in einer solchen Situation ist, ist möglich. Und damit wäre Beten nochmal ganz anders, nicht nur, boah, nee, die Vesper ist so lang, ja, drei Psalmen hier, warum sind sie bald rum, sondern es ist ein Akt der Solidarität. Es kriegt einen ganz anderen Horizont dadurch, finde ich. Und den würde es sicher nicht geben, wenn wir nicht diese unterschiedlichen Texte hätten, die uns hier begegnen. Ganz unterschiedlich, mit Zumutungen, mit manchen Versen, also manchmal auch in der Vesper, ja, die Vesperpsalmen sind bei uns wir lehnen uns ja eher im Kloster draußen an der alte Psalmenverteilung an, die Vesperpsalmen sind jede Woche gleich. Und deshalb hat man das jede Woche vor sich, ja. Und manche Stellen gehen quer runter oder gar nicht runter, bleiben quer irgendwo stecken oder hängen. Das ist, ja, die Brut oder so, ja, er soll ihre Brut von der Erde vertiefen. Aber auf der anderen Seite muss man dann gerade solche Verse einmal anschauen und sagen, was ist das? Was lässt einen Menschen so sprechen? Und sich da hineinzuknien, dann merkt man manchmal, so weit ist man, es gibt Situationen, da ist man selber dann vielleicht gar nicht so weit weg, wenn das auch nicht das tagtägliche Geschäft ist. Wenn
Ja. Wie so ein Stück raus oder mehr, also wie irgendwie da ist, aber was war denn? Wobei das natürlich, die Alttestamentler hätten jetzt natürlich schon, also ich finde das gut, wenn uns das so hilft, weil die hätten natürlich jetzt schon laut geschrieben, weil die sagen, keiner, der im Psalm gebetet hat, kann sich überhaupt so einen Begriff wie Seele vorstellen. Ja, das ist sozusagen eine spätere Öse. Aber es hilft uns ja, wir haben halt eben auch, wir beten eben die Psalmen auch nicht mehr hebräisch, sondern wir haben sie in Übersetzungen vor uns. Bevor wir eine kleine Verschnaufpause machen, und irgendwie vielleicht mal zur Luft kommen wieder. Ja. Ein Beispiel, dass wir auch einfach so Text mal in der unterschiedlichen Ausprägung und Übertragung und Übersetzung haben. Nach der Pause würde ich dann gerne mit Ihnen ein kleines Artikelchen von Erich Zenger, also ein großer Ausleger der Psalmen, sehr geworben auch für das Verständnis der Psalmen lesen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dann nachher kommen vor der Mittagspause. Wenn Sie einmal aufschlagen, Psalm 49. Also wir lesen in der Einheitsübersetzung, hört dies an, ihr Völker alle, vernehmt es alle Bewohner der Erde, ihr Leute aus dem Volk und vom Adel, Reiche und Arme zusammen, mein Mund spreche weise Worte, was mein Herz ersinnt, sei voller Einsicht. Ich wende mein Ohr einem Weisheitsspruch zu, ich enthülle mein Geheimnis beim Harfenspiel. Ich lese die Übertragung von Arnold Stadler. Hört dies, all ihr Völker, ihr Menschen, die ihr eine Zeit lang auf dieser Erde wohnt. Alle ihr, oben und unten, einfaches Volk oder nicht, ich werde euch nun allen die Wahrheit sagen. Mag es auch schwer sein, ich will es versuchen zu singen. Einheitsübersetzung. Warum soll ich mich in bösen Tagen fürchten, wenn mich der Frevel tückischer Feinde umgibt? Sie verlassen sich ganz auf ihren Besitz und rühmen sich ihres großen Reichtums. Loskaufen kann doch keiner den anderen. Noch an Gott für ihn ein Sühnegeld zahlen. Für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch. Für immer muss man davon abstehen, damit er auf ewig weiterlebt und niemals das Grab schaut. Denn man sieht, Weise sterben, genauso gehen Tor und Narr zugrunde, sie müssen anderen ihren Reichtum lassen. Das Grab ist ihr Haus auf ewig, ist ihre Wohnung für immer, ob sie auch Länder nach ihren Namen benannten. Der Mensch bleibt nicht in seiner Pracht, er gleicht dem Vieh, das verstummt. Die Übertragung Stadler. Wiederhole nochmal das letzte. Mag es auch schwer sein, ich will versuchen zu singen. Warum soll ich Angst haben in bösen Tagen, wenn ich nur noch von Feinden umgeben bin? Sie verlassen sich ganz auf ihren Besitz und geben mit ihrem Geld an. Doch vom Tod befreien kann keiner den anderen, auch Gott nicht, auch gegen Geld nicht. Für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch. Darauf muss unser einer verzichten. Weiterleben und ums Grab herumkommen, das geht leider nicht. Wir sehen doch, der Gescheiteste stirbt genauso wie der nächstbeste Idiot. Jeder muss das, was er hat, anderen zurücklassen. Auch jene, die ganze Länder nach ihrem Namen benannt haben, auch ihre Heimat ist der Friedhof. Dem Menschen bleibt nichts von seiner Schönheit und von seiner ganzen Anmut, von seinem Glanz und von seiner Herrlichkeit. Er ist wie das Vieh, das verstummt. So geht es allen, die auf sich selbst bauen. Und so endet der, der sich in großen Worten gefallen hat. Der Tod wird sie auf sein Feld führen, die Schafe. Hinab in die Grube. Auseinanderfallen werden sie. Und da unten werden sie bleiben. Doch der Herr wird mich vor dem Reich des Todes bewahren. Ja, er wird mich zu sich nehmen. Lass dich nicht abbringen von deinem Weg, wenn du mit ansiehst, wie einer reich wird und glänzt und prahlt. Denn
Unterwegs zum Tod nimmt er das alles nicht mit. Sein Glanz wird nicht bis nach unten reichen. Mag er sich auch glücklich gepriesen haben im Leben, muss er doch zu denen hinab, die das Licht nicht mehr erblicken. Der Mensch, der gedankenlos glänzt, er ist wie das Vieh, das verstummt. Um 11 Uhr sehen wir uns wieder. Das ist schön, ne? Aber ich denke manchmal, wenn das nur so ist, dann muss ich wirklich einfach.